Wahl. Bei der Tagung der EU-Finanzminister am vergangenen Dienstag stand die Finanztransaktionssteuer auf der Tagesordnung. Ein Ergebnis wurde nicht erzielt. Ist die Steuer damit tot? Nein, sie ist nicht tot. Die Auseinandersetzung geht weiter. Neben der Bundesrepublik sind Unterstützer der Steuer Frankreich, Belgien, Österreich und inzwischen auch Griechenland. Das ist eine ganz erkleckliche Gruppe. Offen dagegen haben sich ausgesprochen Großbritannien und Schweden. Deswegen wird es weitere Debatten geben und unsere Bemühungen um diese Steuer sind damit noch lange nicht am Ende. Wenn die Londoner City als größter Finanzplatz der EU nicht mitmacht, kommt dann überhaupt noch ein nennenswertes Steueraufkommen zusammen? Ja, wenn man die Steuer richtig gestaltet. Es kommt darauf an, nicht den Handelsplatz London zu besteuern, sondern Transaktionen nach ihrer Herkunft zu besteuern. Das heißt, wenn zum Beispiel die Deutsche Bank ein Geschäft in London macht, dann wird sie als deutsches Unternehmen besteuert und führt die Steuer an den deutschen Fiskus ab. Und dementsprechend auch französische, italienische, spanische und so weiter Unternehmen, sodass auf diesem Wege nach wie vor ein beträchtliches Steueraufkommen zustande kommt. Wie ernst ist es der Bundesregierung mit der Steuer? Die Bundesregierung hat 2 Milliarden Euro in ihren Haushalt eingestellt als Einnahmen aus dieser Steuer. Wenn sie diese realisieren will, muss sie unbedingt die Steuer bekommen. Angesichts der großen Verschuldung kann es sich Schäuble nicht leisten, einfach mal so auf diesen Betrag zu verzichten. Und wie geht es jetzt weiter? Die Auseinandersetzung geht weiter. Es wird eine ECOFIN-Tagung geben Ende September, Anfang Oktober, wo weiter diskutiert werden wird. Frankreich hat darüber hinaus angekündigt, das Thema auf die Tagesordnung der G20 zu setzen. Dort wird im November ein Gipfel in Seoul stattfinden, sodass unsere Möglichkeiten, das Thema weiter im Gespräch zu halten, damit erhalten bleiben.